Um ein Event zu starten, halte an einer Ampel und drücke gleichzeitig Bremse und Gas. Alle gefundenen Events werden auf der Karte eingetragen. Lässt du einen Wagen zum ersten Mal reparieren, wird die Burning Route für ihn zu deiner Karte hinzugefügt. Bereit für eine Burning Route für diesen Wagentyp. Gewinne den Wettlauf gegen die Zeit und erhalte ein besseres Wagenmodell. Bereit für Burning Route? Du bist hier. Heize zum Wildcats Baseball Stadium im Süden. Bist du schnell genug, erhältst du einen Lizenzeintrag und eine Belohnung. Der Kompass oben im Bildschirm weist zur Ziellinie und die Schilder zeigen die nächste Kurve an. Abkürzungen musst du alleine finden. Eventsiege werden auf deiner Fahrerlizenz vermerkt. Fahre Siege ein, um die nächste Lizenz zu erhalten. Glückwunsch! Gewinnst du eine Burning Route, erhältst du eine heißere Version deines aktuellen Wagens. Dein neuer Schlitten wird direkt zum Schrottplatz geliefert. Also nichts wie auf zur Probefahrt. Die Karte unten im Bildschirm zeigt deine Umgebung und die Zeichen oben zeigen den Straßennamen und die kommenden Kurven an. Ist dein Auto stark beschädigt? Lass es in einer Werkstatt reparieren. Die Werkstätten werden dann auf der Karte eingetragen. Kurve verpatzt? Egal. Handbremse ziehen. Der Handbremsenslide ist vielseitig einsetzbar.
die Wagenfarbe ändern möchtest, fahr einfach durch eine Lackiererei. Die werden dann auf der Karte vermerkt. Paradise City stehen Burnout-Werbetafeln. Schaffst du es, alle umzufahren? Rase mit Topspeed auf die Rampe und zieh die Handbremse, um den Wagen beim Abheben in den Flatspin zu drehen. Stars, I'm a fool for you.